Sie rettet zwar keine Menschen mehr im roten Badeanzug, die Strandfigur hat sie aber definitiv immer noch. Hollywood-Star Pamela Anderson sorgt für Glanz und Gedränge auf der Beauty in Düsseldorf. Ganz charmant präsentierte die Vollblut-Blondine eine Nagellack-Neuheit. Für Jetsetterin Pamela Anderson gehören neben Fitness schöne Hände einfach dazu. Ich mag es, die Nägel natürlich zu tragen. Das sind meine natürlichen Nägel und der Lack macht die Nägel sehr, sehr hart. Außerdem spiele ich Gitarre, wasche immer meine Hunde, als würde ich zu Hause nie eine Farbe drauf tragen. Aber das hier ist jetzt meine Lieblingsfarbe. Ich bin besessen davon. Pam und der Nagel zum Ausziehen. Der Striplack ist einer der Hingucker in diesem Jahr. Nach Auftragen hält er ohne abzusplittern 10 Tage, lässt sich danach ohne Lösungsmittel oder Nagellackentferner lösen, durch einfaches Abziehen. So schnell ist der Lack ab. Auch der umgarnte Baywatch-Star ist überzeugt. Die 45-Jährige denkt aber nicht nur ans Äußere. Ich mag keine Spiegel, lieber schaue ich in mein Inneres. Ich vermeide Spiegel wirklich. Ich habe 2 Kinder im Teenageralter, die essen viel, sind oft unterwegs. Das ist viel Arbeit. Meine Mutter ist diejenige, die immer sagt, dass ich ein paar Minuten in meine Nägel stecken soll, weil sie meint, ich hätte mehr Kraft und Einfluss im Familienleben, wenn ich gut aussehe. Das ist meine Mutter. Großes Interesse am Lack also zum Auftakt der internationalen Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa mit rund 1250 Ausstellern und Marken aus 39 Ländern. Pamela Anderson ist schon jetzt gut ausgestattet und nach all dem Blitzlichtgewitter ging's für den Baywatch-Star zurück vom Rhein, vielleicht nach Malibu.